In diesem Video zeige ich dir, wie du eine super schnelle und super leckere Kartoffelsuppe machst. Damit es lecker schmeckt, muss es gar nicht teuer sein. Tipps dazu von Toni. Toni, lecker sparen. Dazu brauchen wir einen Topf mit kaltem Wasser und Kartoffeln, Salz, Pfeffer und ein bisschen Sahne. Und das war's. Wir machen praktisch unsere Brühe zur Suppe mit den Kartoffeln selber, damit da noch mehr Kartoffelgeschmack drin ist. So, als erstes schälen wir die Kartoffeln. So, wir haben die Kartoffeln geschält und jetzt schneiden wir sie in Würfel. Erstmal in Scheiben. Und zwar, ich würde sagen, so einen halben Zentimeter. Diesmal ist es gut, kleinere Würfel zu machen, weil umso kleiner die Würfel, umso schneller die Garzeit. So, deswegen schneiden wir sie in Scheiben, dann in Stifte. Und dann schneiden wir sie längs nochmal in kleinere Würfel. Wenn die jetzt nicht alle perfekt die gleiche Größe haben, ist überhaupt kein Problem, weil zum Schluss werden wir eh pürieren. Wobei nicht alles. Ich habe gerne, dass ich auf so einige Kartoffeln rumbeiße. Deswegen werden wir nicht alles lange pürieren, sondern wir sehen nachher, was passiert. So, erstmal schneide ich alle Kartoffeln in Würfel. So. Wir haben unsere Kartoffeln jetzt in Würfel geschnitten und ich mache sie jetzt in kaltes Wasser rein. Salze schon mal ein bisschen. So, rühre es einmal um und lass es jetzt aufkochen. Und nach dem Aufkochen, so ja, 10 Minuten braucht es auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns wieder. Und das hat jetzt 10 Minuten gekocht. Als erstes probieren wir jetzt eine davon. Ein Kartoffelstück. Warum? Bei mir hat es jetzt 10 Minuten gedauert. Vielleicht dauert das 11, 12 oder 13 Minuten. Und wenn ihr die vorher rausholt, dann habt ihr harte Kartoffeln. Und das wollen wir nicht. Deswegen probieren wir erst. Gar. Also bei mir sind die gar nach 10 Minuten. Schaut selber. Testet das ein bisschen. Super. So, jetzt nehme ich ein bisschen meine Schale schon und mache schon eine Handvoll Kartoffeln rein. So. Nicht zu viel. Einfach, dass wir schon mal was da drin haben. Weil das pürieren wir jetzt und machen dann die Suppe obendrauf. Und dann haben wir Kartoffelstückchen noch in der Suppe. Und das finde ich super. Ihr könnt natürlich alles pürieren und einfach rein und so essen. Aber ich finde das interessanter, wenn man so ein paar kleine Stückchen hier und da mal drauf beißt. So, hier können wir schon mal abschalten. Dann pürieren wir das jetzt. Wunderbar. So. Als nächstes ja, die ist wunderbar, die Suppe. Genau so muss sie sein, ne? Also dickflüssig, das ist die richtige Menge Wasser zur richtigen Menge Kartoffeln. Wunderschön. So, jetzt probieren wir sie erstmal. Genau, wir haben ein bisschen Salz reingemacht, aber ich finde, hier kann noch eine kräftige Prise Salz rein. Ein bisschen Pfeffer. Und jetzt kommt die Sahne rein. Auch hier mache ich 90% der Sahne schon da rein. Ein bisschen lasse ich noch über als Deko für oben drauf, für die Suppe. Also Sahne rein.
So, jetzt habe ich noch ein paar Tropfen, wirklich nicht viel, nur dass da oben so ein bisschen zickzack ist. So, das rühren wir jetzt mal um hier. Ja, das wird eine sehr, sehr leckere Geschichte hier. Oh, wunderbar. So, das probieren wir nochmal. Mmh. Boah, lecker, perfekt. Genau so habe ich es mir vorgestellt. So, und jetzt mache ich die Suppe hier rein. Wunderbar. So, die Kartoffeln und die Suppe, das hebe ich jetzt nach oben ein bisschen, dass man die Stücke auch schon am Anfang sieht. Ja, herrlich. Wunderschön. Jetzt noch ein paar Tropfen Sahne, einfach so drauf gesprenkelt. Und fertig ist eure wunderschöne, selbstgemachte, leckere Kartoffelsuppe, die wirklich eine Kartoffelpower hat, weil sie nur aus Kartoffeln und Wasser besteht. Ein bisschen Sahne, einen Schuss Sahne und ein bisschen Salz und Pfeffer. Ja, das probieren wir jetzt nochmal. So, mit den Kartoffelstücken zusammen. Einfach nur herrlich. Eine selbstgemachte, mit voller Power drin, Kartoffelsuppe. Ich bin sicher, ihr werdet Spaß daran haben. Viel Spaß beim Nachmachen.